Servus und willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Rogue Legacy. Wir nehmen jetzt mal Lady Priscilla, die XXXXX, weiß ich nicht wie vielte. Und vergessen diesmal nicht, das Castle runterzulassen, damit wir wieder die ganzen Teleporter etc. haben. Wer weiß, wer weiß. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen den Boss heute besiegt irgendwann. So dass wir quasi zum nächsten Boss gehen können. So ist unser Freund wieder. Der vergessene Alexander. Wir gucken mal, dass wir die hier vielleicht ein bisschen kaputt gemacht kriegen. Und dass wir dann dementsprechend auch wieder ein bisschen Leben dazu kriegen. Tot. Fußrodar hat wohl nicht so funktioniert. Wieder nochmal Lady. Ne, nicht nochmal. Lady Schade. Unsere Hokagen haben uns ja eigentlich mal gut geholfen. Gucken, ob wir den. Ich meine, wir machen ihn jetzt mittlerweile. Den kleinen machen wir mit den Hokage One-Shot fertig. Aber der große, der ist halt zäh, würde ich sagen. So. Ich kann auch leider nicht wegdrücken hier, das ist unmöglich, das geht nicht. Also müssen wir uns das immer wieder angucken. Naja. Und ihr seht, also der Schaden, der ist schon wesentlich höher als von unserer Barbarin. Und gucken, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir ihn hin. Ich bin guter Dinger. Wenn der Boss mitspielt, dann sowieso. Die kleinen Dinger, ja gut. Wieder das Problem, dass so viele wieder auf einmal kommen. Ja. Immer unseren coolen Skill, wo wir uns hinweg teleportieren können mit, ne? Und das sieht gut aus. Das sind eigentlich die nervigsten Viecher hier. Und jetzt gucken wir mal. Alex ist gleich down. Und damit hätten wir ihn getötet. Ja, freut mich. Cool. Cool, cool, cool. Ich freue mich natürlich. Wir haben den zweiten Boss erledigt. Die sterben so. Bekommen. Magic Damage, MP Increase und HP Increased. Das ist nicht schlecht. Das ist okay. Kann man mitleben. Als nächstes wird es dann sehr wahrscheinlich in den Dungeon gehen. Wir haben jetzt, wie viel haben wir denn? 2157. Upsa. Da wir das Castle ja noch gelockdownt haben. Also Frage. Sollte. Okay, wir sollen keinen Schaden nehmen. Hat sogar funktioniert, ja. Wow, cool. So, Spellsword. So. Ja, cool, 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 cool.
Da haben wir wieder die Macht eines Hokagen gespürt. What the fuck war das gerade? Sah gerade merkwürdig aus. Ja, ja. So ein Typen. Gold. Natürlich nicht so viel wie normalerweise, denn wir haben das Castle immer noch runtergefahren. Das ändert sich ja nicht. Ups, falsche Richtung. So, gucken wir mal. Und das war schon tot. Naja, wir haben über 2000 Gold, das ist okay. Kann man ein bisschen was mit machen, so. Ja, müssen wir mal gucken. Nehmen wir mal Lady Charlotte die 10. Lich Queen. Lich Queen. So, haben wir hier noch. Inventime. Nehmen wir ein bisschen. Naja, es kostet zu viel. Ich wäre eigentlich dafür, ein bisschen Schaden mehr hochzumachen. Kostet 1000. Okay, das nehmen wir mit. Ja, okay. 960 Gold kostet das billigste. Hier, genau, da kostet das ganze Spielchen dann 'Enchantress haben wir auch noch. Ist aber nichts, was da irgendwie jetzt. Achso, doch, wir haben ja neuen. Ah, hier. Siphon Runen. Seals Mana from Slain Enemies. Multiple Rune Stacks, ja. Cool. 292 Gold. Einfach weg. Ich denke mal, der das nächste. Also ich denke mal nicht, dass wir zum Tower gehen. Ich denke mal, wir gehen. Echt eine Frage. Oben rechts müsste das. Das ist der nächste Boss. Wir versuchen es mal im Tower. Weiß zwar nicht, ob er da jetzt. Ups, oder? Nicht aufgepasst gerade. Feed all enemies, ja, okay. Machen wir doch. Wow. Alle kaputt? Okay. Scheint so. Oh, cool. Machen wir mal die Ding hier auf. Wir finden die Skyrune für das Schwert. Cool. Ach so, okay. Das ist nur so eine Halluzination. Ah, okay, okay. Können aber schon nervig sein, die Halluzination. Machen uns zwar keinen Schaden, aber trotzdem. Wow. Alter. Ist dein Ernst? Ist hier. So, gut. Egal, nicht so schlimm. So. Ah, wir können, ja, okay, okay. Wir können jetzt nochmal, Ding jetzt machen, weil wir das Obol gefunden haben von ihm. Könnten wir. Könnten wir. Frage ist, ob das so sinnvoll ist. Ich meine, gut, Kohle gibt es garantiert dafür. Ja, okay, nee, das ist... Nee, okay, das ist eine schwere... Ah, verdammte Kacke. Ja, das ist eine schwere Version noch nehmen, ne? Ja, 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 klar. Ah,
okay. Interessant. Was auch immer. So, wir gucken mal. Hier kommen wir wieder in den Wald, okay? Ich glaube, es ist so eine Art Challenge, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Mal gucken. Okay. Das ist ein Challenge wahrscheinlich, ja, ja. Ich weiß nicht, was wir kriegen, wenn wir den besiegen. Ich weiß auch nicht, ob er uns Leben abzieht, wenn wir hier wenn wir es nicht schaffen, gegen ihn zu kämpfen. Auf jeden Fall, das Vieh schon wieder, das uns einfach mal okay, haben wir ein bisschen Leben. Upsala. Na, jetzt aber. Das ist ganz gut. Also man kann hier echt gut mit dem Leben handhaben dann. Wenn, hier ist ein bisschen Leben, das ist schön. Und hier haben wir dann genau. So, jetzt sind wir in den Maya-Dungeon. Okay, das mit so was wurde, aber nicht so schlimm. Graceful. Sollen wir versuchen zu equippen? Wir nehmen Sir Jarvan. Warum auch immer. 2277 könnten Leben aufbessern. Oder... wir könnten Armor ab Immokage, ne? Komm, dann machen wir mal das da. So, okay, Grace Runen. Was sind Grace Runen? Ah, hier die Dinger, okay. Würde mich 1225 kosten, um die auszurüsten. Mal gucken. Mal gucken. Mal sehen. Ich weiß nicht. Ich habe erstmal wieder 500 Gold verloren. Sehr viel. Die normalen Gegner hier sollten ja mittlerweile kein Problem mehr darstellen. Daher, Brains. So, okay, wir machen 100 Schaden. Ja. Ja, du. Mit dem Hokage. Hat sich das Upgrade doch schon mal gelohnt. Gehabt für, also ich denke mal, wie gesagt, das ist so ein Challenge, dieser Neon Kida. Ja, das ist da wieder.
Never mind me. Don't mind me. Ich gehe nur ein bisschen sammeln hier. Und jetzt mit dem hier da reingehe. Neon Keys. Lady Max Swordy, okay. Also dann doch, okay. Also so wie es aussieht, können wir ihn dann halt, aber es ist extrem schwer, so wie ich es gerade gesehen habe. Aber, naja. Wir haben Kidre ja schon besiegt. Das wisst ihr ja alle. Und wow. Nicht dran gedacht, aber. Habe ich auch nicht dran gedacht, leider. Ja, also ich würde sagen, gucken wir jetzt mal, dass wir hier weiterkommen. So, nach oben wäre mal eine Maßnahme. Denk ich mal, so langsam. Ja. Also langsam passt das hier auch mit dem Level. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Rogue Legacy. Wir haben heute den Boss, den zweiten Boss gekillt. Vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge, den dritten Boss zu töten. Wer weiß, wer weiß. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr wollt, guckt natürlich auch auf meine anderen Let's Plays. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret. Nein, nicht Secret, Rogue Legacy, genau.